Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dark Souls 3 mit Paxis. Ich bin quasi erst aufgestanden, aber ich glaube, das ist auch an meiner Stimme. Das ist auch meine guten Morgen Stimme. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich hatte zwischenzeitlich mal 10 Folgen voraufgenommen. Also da lagen 10 Folgen rum, das war geil. Da kam es auch wieder täglich, aber jetzt bin ich wieder bei Null. Also ich habe jetzt schnell nach dem Aufstehen, mache jetzt mal schnell 2 Folgen, damit ich wenigstens 2 Folgen wieder habe. Und dann momentan wahrscheinlich erstmal wieder im 2-Tages-Rhythmus. Und ich versuche halt jetzt irgendwann wieder Zeit zu finden, wieder ganz viele vorzuproduzieren. Mal schauen, wann ich das hinbekomme. Aber ich wurde darauf hingewiesen, dass irgendein Ring von mir nicht das macht, was ich möchte. Genau, der hier. Erhöht durch Estus Ascheflakons regenerierte FP und nicht TP. Das ist natürlich komplett bescheuert, weil FP sind ja die Zauberpunkte und die brauche ich ja gar nicht. Also die regeneriere ich ja nicht mit Estus Flakons. Ich habe gar keine Estus Flakons, die FP regenerieren. Also ist es einfach verschwendet, diesen Ring anzulegen. Ich dachte, er verbessert die Trefferpunkteheilung, wenn ich Flakons benutze, und es ist halt nicht so. Also müssen wir jetzt einen anderen Ring anlegen. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, welchen Ring ich da jetzt anlegen möchte. Magieschaden, Dunkelschaden, Blutung, Giftresistenz, Frost, Fluch, Zauber, Zauber, Wunder, Wunder, Zauber, Zauber, Zauber FP, Konterangriffe, Müll, Balagensrotz, absorbiert Trefferpunkte von jedem besiegten Gegner. Den vielleicht, den hatten wir lange. Verringert Verbrauch von FP, Müll, verringert hinten, na, Belastung, verringert Belastung, erhöht körperliche Angriffe. Ach so, ich falle jedes Mal auf Flints Ring rein, der diese dumme Beschreibung hat, und dann denke ich jedes Mal, hey, was? Geil, geil, verringert Belastung. Und nein, der macht einfach nichts, dieser dumme Ring, er macht einfach nichts. Dunkel, versteckt Angriff bei geringem F, der TP ist egal, erhöht Schadensminderung, weil das ist auch egal. Wenn man geringe Trefferpunkte hat, ist man eh fast tot. Verstärkt Angriffe bei vollen TP ist auch nicht so wichtig, erhöht die Geschicke leicht und macht beim Rollen unsichtbar. Wobei, ich habe ja gerade einen Bossfight. Da ist es eigentlich wichtiger, bei vollen Trefferpunkten mehr Schaden zu machen, als von getöteten Gegnern Trefferpunkte zu bekommen. Von daher... Macht beim Rollen unsichtbar. Könnte mir das helfen bei dem Gegner? Ich glaube nicht, oder? Verstärkt den Angriff. Regeneriert von kritischen... Kritische... Ach, egal. Ich mache jetzt, glaube ich, das hier. Und dann wurde mir mehrmals schon gesagt, dass man ja die eine Brücke in diesen Katakomben kaputt machen kann. Dann kann man da auch runter. Und irgendjemand hat auch gefragt, ob ich da nochmal hingehen kann. Und diesen Gefallen tue ich jetzt, weil ich dran denke. Jetzt muss ich halt nur diese Katakomben finden. Ich weiß natürlich gar nicht mehr, wo das richtig ist. Und mein Kopf, wie gesagt, der funktioniert auch nicht so gut. Hier gab es echt verdammt viele... Leuchtfeuer in dem Gebiet, aber da gab es ja auch wirklich alle 5 Meter eins gefühlt. Das war ja, also da ist es mir wirklich massiv aufgefallen, wie krass viele Gott, wo war denn das? So weit hinten war das doch gar nicht. Na, das kann ja alles nicht mehr hinhauen hier. Das ist alles nicht so weit weg. Hä? Totenacker der Asche. Wir lesen mal durch. Hohe Mauer, das Nordmental, Tänzerin, das kann es alles nicht sein. Boden, Untotensiedlung, abbruchreife Bruchbrücke, Senkengrube kann es auch nicht sein. Vateropferung, Halbfeste, das muss ja unten drin sein. Ruin, Grenzen, alter Wolf, Wächter des Abgrunds, das kann es eigentlich auch nicht sein. Kathedrale, Kapelle, nee. Katakomben, hier muss es irgendwo sein, oder? Ist es hier irgendwo? Katakomben von Karthus. Aber war da nicht in der Nähe irgendwie ein Leuchtfeuer? Hier, das ist doch schon wieder zu weit, oder? Also falls ich es jetzt nicht finde, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wo genau das ist. Ist das hier unten irgendwo? Nee. Das muss in diesen Katakomben. Ich reiß da jetzt mal kurz hin. Wir müssten ja eigentlich ziemlich überlevelt sein, dass uns die Gegner jetzt keine Probleme weitermachen. Aber war da nicht in der Nähe ein Leuchtfeuer? Also da ist man doch, da bin ich doch hingerannt. Ach, Momente mal. Und auf der anderen Seite gab es da nicht, auf der anderen Seite gab es da dann einen Boss, oder? Also müsste ich doch eigentlich von dem Leuchtfeuer des Bosses zurückreisen können. War das hier mit dem Hochfürst Volnir? Das könnte sein. Ich überlege gerade, aber ich glaube ja, ich glaube ja. Wir reisen da mal hin und rennen dann zurück. Mal gucken, ob es funktioniert.
So, lasst mich nachdenken. Von wo sind wir denn gekommen? Sind wir von da gekommen oder von da? Ich glaube, wir sind von da gekommen. Ja, genau, und da kommt die Brücke. Ach, ich bin so gut. Genau da kommt die Brücke. Da hatten wir ja die ganzen Skelette hinverfolgt und haben dann die ganzen Skelette hier in diesem Gang platt gemacht. Hier ist die Brücke, sehr gut. Und irgendwie kann man da jetzt runterkrabbeln, aber ich weiß nicht, auf welcher Seite. Ich hoffe mal auf der. Herunterklettern. Sehr geil. Also ich glaube zwar nicht, dass sich das groß lohnen wird. Also was soll denn hier unten rumliegen, was ich jetzt noch brauchen könnte, aber... Es wurde mich darum gebeten, ob ich da nicht mal hingehen kann und mir der Hinweis gegeben. Und ihr seht's, ich mach's gerne. Schreibt mir eure Ideen. Und ich werde so schlecht kämpfen. Ich bin so kaputt im Kopf noch. Es geht gar nicht. Sehr geil. Aber ich sollte ja, wie gesagt, eigentlich overleveled sein. Das erinnert mich so... Hier ist ja echt noch ein fetter Gegner, verdammt. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Fliegen. Diese Gegend hier. Kann ich irgendwie auf den draufspringen, um mehr Schaden zu machen? Oh, da ist noch eine Truhe, aber ich weiß nicht. Halt. Ach, da ist ja ein... Da ist ja ein... Eine Treppe, das habe ich gar nicht gesehen. Und da scheint nicht angreifen zu wollen. Was ist denn da los? Hallo? Ich verliere auch ständig den Fokus. Ich glaube, er ist in der Textur eingeklemmt. Ach, der Arme. Jetzt macht er mal was, aber... Jetzt habe ich wieder den Fokus verloren. Ich sehe nichts. Oh mein Gott, einfachster Gegner aller Zeiten. Was ist denn da los? Ja, ich glaube, Seele eines Dämons. Ach krass, das war sogar noch ein richtiger kleiner Boss oder was? Ach du Gott, war da einfach. Ja, ich glaube, er war irgendwie in der Textur eingeklemmt. Also irgendwie, hier war das zu niedrig für ihn und da war irgendwie eingeklemmt. Oh Gott, was für eine geile Folge, was für ein Trottel, ey. Einfach mal so sich umbringen lassen. Oh Gott. Oh Gott. Seele, mir kommen richtig Tränen. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie high, obwohl ich gerade einfach nur aufgestanden bin. Ich habe nichts gemacht, ich bin aufgestanden. Hab meine Zähne geputzt, hab ein bisschen was getrunken und das war's. Ich hab noch nicht mal was gegessen oder so, weil ich einfach noch keinen Hunger hab. Ich habe gestern noch spät nachts was gegessen und das scheint noch nachzuwirken. Ja, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich noch so leicht schlaftrunken bin. Das ist merkwürdig. Ich habe eigentlich auch genug geschlafen, 8 Stunden oder so. Eine der verdrehten Seelen, krass, das war wirklich ein Boss, das war wirklich ein Boss. Also erstmal haben wir super viel abgezogen, zweitens stand da ja auch gar nicht eine extra Zeile da, also Lebensenergie stand ja gar nicht da und es gab kein Intro und er war einfach schnell tot. Die Seele eines Dämons, bla bla bla, Benutzer, Dämonen wurden aus der Chaosflamme geboren, doch die Flamme selbst hat nicht überlebt, sodass die Dämonen aussterben werden. Ja, ich hatte dabei geholfen, tut mir leid. Jetzt schauen wir mal, ob diese Truhe hier eine Fake-Truhe ist, aber ich denke nicht, dass das eine Fake-Truhe ist. Doch, es ist eine, sie atmet und zum Glück habe ich sie nicht schnell aufgemacht, krass. Wirklich eine Fake-Truhe, wie gemein. Ja, ich bin schon ganz weit weg. Oh. Oh nein, hier unten ist noch was. Ich habe jemanden gehört. Sag ich doch, ein Skelett. Und dann scheint es ja noch mehr Skelette. Oh, nicht essen. Wahrscheinlich, wenn ich da unten gekämpft hätte und die Skelette gekommen wäre, wäre es wahrscheinlich deutlich schwieriger geworden. Aber der Dämon kam ja hoch und hatte dann einfach keinen richtigen Bock. Und oh, ich wusste, dass sie wieder aufstehen. Aber es muss hinter der Skelette, die einmal wieder aufstehen, genau, und dann sind sie tot. Bei Dark Souls 1 gab es ja Nekromanten und solange die Nekromanten gelebt haben und in der Nähe waren von diesen Schwarzklinge, in der Nähe waren von diesen Skeletten, sind die immer wieder aufgestanden. Man musste zuerst die Nekromanten umbringen. Schwarzklinge, hatten wir die schon mal? Die kamen mir ein bisschen bekannt vor. Schwarzklinge, Katana. Katanas sind halt ultra schnell, soweit ich weiß. Zusätzlicher Effekt, Blutungseffekt. Ein kurzes Katana, das Schwert des Schwertkämpfers und erlesenen Gastes des Hochfürsten Wolnir. Die schwarz glänzende Klinge ist dick, aber kürzer als bei normalen Katanas. Der Kämpfer war Meister einer seltenen Technik, was sich im schweren Angriff mit dieser Waffe zeigt.
Fertigkeit halten, nimmt eine Haltestellung ein und dann mit einer normalen Angriff einen schnellen Ausfallhieb oder ein abwehrendes Parieren mit einem schweren Angriff auszuführen. Glaube ich, wäre auch mal so ein, ja, es ist nicht so lang, auch mal so ein Katana. Okay, so schnell ist es gar nicht. Jetzt eigentlich erwartet, dass es noch schneller zuschlägt. Aber mit dem Katana zu kämpfen wäre halt schon ziemlich cool, ne? Das ist der schwere Angriff, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich gedacht, der schwere Angriff ist auch ein Stechen. Kann es sein, dass das Katana mega viel Geschicklichkeit frisst? Geschicklichkeit, Ausdauer. Okay. Ja, ich habe das Gefühl, es ist nicht besser als mein... Das ist ziemlich langsam. Ich hätte es deutlich schneller erwartet. Komisch. Krass. Aber ich... Ja, wechsel mal wieder. Aber ich weiß nicht, ich hätte mal Bock, das Katana, weil wir ja eh von allem zu viel haben mittlerweile, das Katana aufzubauen. Einfach nur zu schauen, um zu schauen, bis zu welchen, ja, Schaden das so geht. Ist hier unten noch mehr, oder? Scheint es ja echt noch ein Stück weiter zu gehen. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Also irgendwo ein Skelett aufgestanden. Na kommt mal her, der einarmige Bandit. Na schlag zu. Oh. Darf ich mal angreifen, oder? Scheint zwar viele Skelette zu sein, aber... Oh, großes. Mit einem großen Schwert. Oh, es sind doch einige Skelette. Ein bisschen aufpassen, nicht zu arrogant werden, nur weil ich jetzt deutlich stärker bin als vorher. Werden wahrscheinlich auch alle Skelette sein, die zweimal angreifen, zweimal aufstehen. Also einmal aufstehen wieder, also die man zweimal bekämpfen muss. Unser Schild hilft auch mal wieder, blockt einfach alles. Ja. Machen auch nicht wirklich viel Schaden mit ihren normalen Angriffen, sehr gut. Und wer möchte nochmal aufstehen hier? Die Großen stehen auch auf, also es sind nicht riesengroße Skelette, bei Dark Souls 1 gab es dann auch Riesenskelette. Kann auch sein, dass es das bei Dark Souls 2 gab, aber daran erinnere ich mich nicht mehr. Bei Dark Souls 1 gab es ein ziemlich großes Gebiet mit Skeletten. Und ich glaube, ich bin da auch das erste Mal, als ich Dark Souls 1 gespielt habe, zu zeitig hingegangen. Also da war ich total underleveled. Und bin dann auch nochmal... Und ach ja, und dunkel war es auch. Und dann brauchte man eine Fackel. Und die hatte ich, glaube ich, am Anfang nicht und habe mich trotzdem da irgendwie vorgearbeitet. Und die dunklen Gebiete in Dark Souls 1 waren deutlich dunkler als die dunklen Gebiete hier in Dark Souls 3, wo man wohl auch eine Fackel kaufen kann. Große Seele. Mach's gut, eh? Komm, steh wieder auf. Mir läuft die Nase, verdammt. Ja. Geben aber auch halt auch kaum Seelen, die Kollegen. Ach verdammt, jetzt würde es sich natürlich wieder lohnen, den anderen Ring anzuhaben, der Trefferpunkte bei besiegten Gegnern gibt. Verdammt, der hätte jetzt vielleicht schon wieder voll Energie gehabt, ohne den Flakon zu benutzen, einfach weil ich viele Skelette umgebracht habe. Ah, und jetzt war es das wahrscheinlich mit dem Gebiet hier, jetzt bin ich durch. Ach nee, doch nicht, da geht's noch weiter. Oh, da ist ein Leuchtfeuer, hä, was? Augenbinde des alten Waisens und Hexenring. Aha. Augenbinde des alten Waisen. Durch Schrott. Insbesondere von den alten Waisen unter den Pyromanten des großen Sumpfes getragene Gewänder. Die große Augenbinde sperrt unnötiges Licht aus und lässt Pyromanten das wesentlich erkennen. Die Flamme offenbart und verschleiert alles. Okay. Verdammt, ich habe meine Telegram-App noch auf bei... auf meinem Rechner. Ich hoffe, ich bekomme jetzt nicht 1000 Nachrichten. Die hört man dann alle. Ich muss jetzt kurz ein Taschentuch benutzen, aber ich werde das natürlich nicht rausmuten aus der Aufnahme. Das heißt, ich gehe ein bisschen weg von meinem Mikro und mein Mikro mache ich auch nochmal ein bisschen weg. Sorry. Ich bin einfach zu unprofessionell als Let's Player. Deswegen bleibt es drin. Das macht ja auch den Charme aus von diesem kleinen Kanal hier. Oder einfach nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. So, was wollte ich machen? Hexenring angucken. Aber ich glaube, da wird wieder irgendwas mit Zauberei sein, deswegen wird er mir nicht springen.
Ich habe auch keine Ahnung, wie er aussah. Ich muss wieder alles durchgucken. Durchgucken. Hier ist er schon. Hexenring. Verstärkt Pyromantie enorm. Die Hexe von Isalith und ihre Töchter, die von der Chaosflamme verbrannt wurden, lehrten die Menschen die Pyromantie und gaben ihnen diesen Ring. Er verstärkt die Pyromantie enorm. Jeder Pyromant kennt die Parabel von den Hexen, die die Furcht vor dem Feuer predigen und die Kunst der Pyromantie lernen, auf dass die Menschheit lernen möge, das Feuer zu beherrschen. Aha. Ja, bringt mir nichts. Ich bin kein Pyromant. Sorry. Ja, was ist denn das jetzt für ein Leuchtfall, wo wir hierher kommen? Waren wir hier schon mal? Hä? Nee, wir haben es noch nicht entzündet, logischerweise. Wo sind wir denn jetzt? Wie heißt denn das? Verwaiste Gruft. Aha, hier unten geht's noch weiter. Das ist ja super interessant. Vorsicht vor zäher Feind. Jetzt sind wir hier natürlich generell total overpowered und overleveled, was mir gefällt. Das ist immer ein angenehmes Gefühl bei Dark Souls, wenn man mal der Mächtigere ist. Dämonen voraus. Naja, der erste Dämon, den wir gerade besiegt hatten, also das war nicht der erste, wir haben ja schon einen anderen Dämon besiegt, die Boss-Dämonen, aber den Dämon, den wir gerade besiegt haben, der wäre ja eigentlich eher gekommen als die anderen Boss-Dämonen. Und der war ziemlich einfach. Schwelender See. Oh, oh, das riecht nach Bossfight. Vor allem, ist das ein Gebiet, was ich hätte sowieso noch besuchen müssen, bevor ich das Spiel durchgespielt habe oder um das Spiel durchspielen zu können? Oder ist es einfach ein Gebiet, was, wenn ich es übersehen hätte, was mir passiert ist? Das heißt, wenn ich es privat gespielt hätte, hätte ich ja nicht gerafft, dass ich hierhin, was passiert hier gerade, hierhin zurück muss. Ist halt die Frage, wäre das schlimm gewesen oder wäre das egal gewesen? Gefahrenzone voraus, was höre ich denn hier? Wer dreht denn hier durch? Hallo? Ich bin auf jeden Fall groß und gefährlich. Kann ich hier reinlaufen oder macht es was? Ne, ich kann reinlaufen. Hier liegt auch ganz viel Zeug rum, wie es aussieht. Aha, hier schießt wieder irgendjemand mit Riesenpfeilen. Aber wer? Ich sehe ihn nicht. Das sind ja fast noch gefährlicher als die Pfeile, die wir bisher gehabt haben. Große Tyranitscherbe. Boah, die sind ja wirklich riesengroß. Oh, aua. Es tut weh. Oh, verdammt, was passiert denn hier? Greift er mich an oder macht er einfach nur ein bisschen Action? Verdammt, irgendein Riesenwurm. Komm mal her zu mir, damit ich hier im Schutz von dem kämpfen kann. Der bleibt einfach da und beschützt den Eingang oder was? Oh, meine Herren. Okay, wir versuchen uns mal zu dem... Ich weiß es nicht, ob das ein Armbrustschütze ist oder... Bogen. Alter, Jungs! Okay, ich hab's kapiert. Du bist aggressiv. Was ist denn da los? Ja, wir müssen auf jeden Fall... Also wenn wir gegen Gegner kämpfen, müssen wir erstmal das hier erledigen. So, jetzt müssen wir zum nächsten Punkt rennen, wo uns nicht treffen kann. Anders scheint er nicht zu funktionieren. Okay, wir sind nicht schnell genug. Au, au, au. So, ich hoffe, hier trifft er uns nicht. Ich glaube, das ist eine Armbrust, oder? Eine riesengroße Armbrust. Will ich mich schon wieder heilen? Ich glaube, das schaffen wir noch einmal. Er scheint immer mal nachladen zu müssen, wie es aussieht. Also, ich hoffe, dass ich in die richtige Richtung gehe. Keine Ahnung. Was ist da drüben? Oh, da ist ein Eingang. Zeit für Angreifen. Zeit für Schatz und dann zäher Feind voraus. Oh, ich glaube, von hier aus kommen wir jetzt zu dem Typ, der die blöden Bolzen verschießt. Also zumindest, wenn ich den Text richtig interpretiere. Funkeltitanit, also ich weiß nicht, die geben glaube ich nicht jedes Mal Funkeltitanit, aber verdammt oft. Oh, noch so ein Ding. Aber ist auch schon jemand gestorben. Vorsicht. Verdammt. Oh, Junge! Nein! Weil ich die ganze Zeit diesen blöden Stein da treffe. Ich meine, ist nicht so wichtig, ne? Funkelt die da nicht scheiß drauf, aber ärgerlich. Oh, da ist der zähe Feind, wie es aussieht. Naja, ich würde sagen, machen wir erstmal einen Cut. Und ihr könnt euch das beim nächsten Mal angucken. Und ich werde wahrscheinlich auch mich heilen vorher. In diesem Sinne, wenn ihr... Haben wir eigentlich Clue drinne? Nee, ne?
In diesem Sinne, wenn ihr wissen wollt, wie ich den Gegner besiege, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war, glaube ich, eine interessante Folge, weil jetzt sind wir in einem ganz neuen Gebiet, damit habe ich gar nicht gerechnet. Daumen nach oben, damit man euch lobt. Aktiviert die Glocke. Ich mache jetzt direkt noch eine Aufnahme. Tschö, tschö, euer Paxis. Bleibt cool.